Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der Survival Pack. Neu für dieses Jahr im Sortiment ist der TT Survival Pack, ist im Endeffekt als eine Art Vehikel, Bug-Out-Bag, Fluchtrucksack, Survival-Rucksack, wie auch immer ihr das schimpfen wollt, gedacht, dass ihr ein Pack habt, wo ihr eure notwendige Ausrüstung, zum Beispiel im Fahrzeug oder eben im Treppenhaus irgendwo vorlagert, um dann bei Bedarf einfach damit flüchten zu können. Ist jetzt natürlich kein vollwertiger Fluchtrucksack im Sinne von, ich habe alles drin, um damit 72 Stunden zu überleben, sondern das ist wirklich so ein Bare Essentials Survival Pack, wo ich einfach das Notwendigste drin habe, um nicht zu sterben. Wir haben euch hier zum Größenvergleich einmal einen Tasmanian Tiger Modular Pack 30 mitgebracht. Der ist ja bekannt, dass ihr einfach einmal so vom Größenverhältnis ungefähr ein Gefühl habt, wie groß der Survival Pack ist. Der ist in der Höhe 46 cm, in der Breite 26 cm und in der Tiefe 13 cm, circa je nachdem, wie voll man ihn packt. Hat ein Leergewicht von 1,3 Kilo. Das ist der großen Organisation im Innenraum geschuldet, das hohe Grundgewicht. Und aus 700D Kodura gefertigt, sowohl bei den gedeckten Farben Coyote Oliv als auch im Steingrau Oliv IR. Da ist es auch 700D Kodura. Ja, vom Aufbau her seht ihr schon, der sieht jetzt eher aus wie eine Tasche. Das ist auch gewollt so, denn wenn ich ihn im Auto zum Beispiel unterm Sitz lager, soll es eben so sein, dass hier nichts groß ist, wo ich dran hängen bleiben kann, keine Schulterträger oder sonst irgendwas, sondern nur die beiden Haltegriffe, habe natürlich dann aber, wenn ich ihn rausgeholt habe, mehr Möglichkeiten, ihn zu transportieren. Das wären zum einen hier die großen Transportschlaufen. Die habe ich einmal rückseitig und natürlich auch auf der Front. Hole ich einmal raus, das bleibt mal noch drin, das ist eine kleine Überraschung für später. So. Und damit habe ich dann ähnlich wie bei einem Medic Pack auch die Möglichkeit hier mit zwei Tragegriffen, die sind hier auch ordentlich strukturiert, das heißt, die kann man auch sehr gut tragen, auch wenn der Pack ein höheres Gewicht hat. Vom Aufbau her auf der Front habt ihr hier im oberen Bereich ein Klettfeld, rechts und links Daisy Chain, um hier eben auch mit der Paracord, Shockcord, was hier dabei ist, Shockcord, die hier setzen zu können, um hier dann zum Beispiel auch nochmal eine Jacke drauf fixieren zu können. Ihr habt hier im unteren Bereich zwei Einschubtaschen, die sind relativ flach und relativ klein. Hier kriegt man zum Beispiel eine Landkarte unter, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, also so dieses normale Format. Die hätte ruhig nochmal einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter länger sein können, dann hätte man hier auch die Karten ohne weiteres reinbekommen, aber es geht auch so, wenn man sie faltet. Und dann hier im unteren Bereich nochmal eine kleine flache Tasche, da haben wir zum Beispiel mal Sachen, auf die man schnell zugreifen muss, mal ein Messer und ein Löffel als Beispielpackung. Hier nochmal ein Klettfeld und hier sind nochmal zwei G-Hooks vorhanden, die sind dafür gedacht, wenn ich den Pack erweitern will. Als Beispiel hätte ich hier die Möglichkeit zum Beispiel mit der Tasche hier, die könnte man hier vorne noch anbringen. Die ist dann natürlich unten nicht fixiert, die würde dann hier herumschlackern, aber auch da kann man dann im Zweifelsfall mit Shockcord arbeiten. Und natürlich ist der Vorteil, wenn sie unten nicht fixiert ist, ich kann sie jederzeit schnell hochklappen, um eben an diese beiden Taschen heranzukommen. Natürlich könnte man das Ganze jetzt auch noch für den Combat ausrüsten oder für den Kampf ausrüsten, wenn ihr zum Beispiel als Pilot das als Pilotenfluchttaschen nehmt, dann könnte man hier natürlich auch ohne weiteres Magazinmodule vorne draufsetzen und wenn die lang genug sind, könnten die hier unten auch an dem Klettfeld angebracht werden. Ansonsten hätten wir uns gewünscht, dass hier einfach noch ein bisschen Klett wäre, aber ich denke, das ist jetzt keine große Issue, dadurch, dass ja hier Daisy Chain vorhanden ist, um da eben auch dann das Ganze damit sichern zu können. Im unteren Bereich findet ihr einen weiteren Reißverschluss und da ist ein Regencape drin. Das kann man natürlich einmal komplett über den ganzen Pack drüber ziehen. Dann ist er wasserdicht verpackt, verfügt hier auch über ein Zugband und bei Bedarf könnt ihr das Ganze auch einmal drehen. Und dann habt ihr direkt hier
noch in Signal Orange ein Signalpanel, eben um in der Notsituation auf sich selbst aufmerksam zu machen. Das Ganze ist hier mit einer Leine versehen und kann dann auch hier im Fach für den Regenschutz hier nochmal fixiert werden, damit man es nicht verliert. Das ist der Platz unten. Immer eine sehr gute Idee, wenn so ein Regenabdeckungsfach unten untergebracht ist, einfach, dass wenn man den Rucksack dann auch mal am Boden abstellt, hat man hier nochmal eine zusätzliche Isolierung bzw. einen zusätzlichen Nässeschutz nach unten hin. Gut, gehen wir nochmal auf die Rückseite, denn hier sind natürlich einmal ein relativ simples Polster. Man hat jetzt hier kein Tragesystem, dafür ist es einfach nicht konzipiert. Aber man hat hier trotzdem zwei etwas dicker gepolsterte Streifen. Und in dem Fach, wo hier der Henkel drin ist, sind natürlich auch Rucksackträger zu finden. Die sind jetzt relativ schwierig rauszukriegen, weil ich hier den Pack aufs Maximum gepackt habe. Ich wollte einfach mal wissen, wie viel da reingeht. Mit seinen 16 Litern sind es, glaube ich. Und ich muss sagen, ich habe da ein komplettes Wintersetup reinbekommen. Das ist schon anständig, was da reinpasst. So, hier im unteren Bereich sind dann natürlich noch die Gegenstücke zu finden für die Schultergurte. Die muss ich dann unten herausziehen. Kann man auch komplett wegbauen, wenn man sagt, okay, ich will das wirklich nur, um mal schnell von A nach B zu kommen, wäre das auch möglich. So, damit habt ihr die Schulterträger und auch hier sieht man einfach, dass TT da nicht einfach irgendwelche Notstraps baut, sondern schon auch immer ein bisschen mitdenkt. Hier das Ganze relativ, relativ weit ausgeformt, anatomisch geformt und von der Polsterdicke her natürlich ein bisschen dünner als jetzt zum Beispiel beim Modular Pack, aber dafür ist es eben halt auch gut verstaubar. So, den Schlauch für den Trinkschlauch, den Schlauch habe ich auch in dem Fach untergebracht. Einfach, dass der auch nicht als Hängenbleibfalle irgendwo zurückbleibt. Da ist normalerweise dann hier am Pack in der Mitte ein Ausgang, um den Schlauch durchzuführen. An den Trägern selbst habt ihr hier keine zusätzliche Schlaufe dafür, habt aber hier Molle, um zum Beispiel mit einem Webdominator arbeiten zu können, und Brustgurt ist auch vorhanden. Im oberen Bereich habt ihr nochmal zwei Schlaufen für Stifte oder Knicklichter, um hier eben auch nochmal ein bisschen Organisation zu bieten. Und damit habt ihr die Außenseite des Survival Packs gesehen. Jetzt schauen wir uns einmal an, was er innen zu bieten hat. Zwei durchgängige YKK-Reißverschlüsse öffnen den Pack zu kompletter Länge. Das Einzige, was nicht sich öffnet, ist natürlich der untere Teil. Sehr gut, damit hat man nämlich hier alles im direkten Zugriff und kann sich das anschauen. Sehr aufgeräumt. Hier sind jetzt ein paar Taschen so aufgebaut, dass sie fix im Rucksack vernäht sind. Das heißt, sie können nicht entnommen werden. Das wäre zum Beispiel die Seite hier. Die beiden sind komplett fix. Auf der Seite könnt ihr die beiden mittleren Taschen abnehmen. Die beiden oberen sind ebenfalls fixiert. Das heißt, ihr habt zwei herausnehmbare Taschen. Muss ich immer noch mal kontrollieren. Nicht, dass der Designer hier noch mal irgendwo eine versteckt hat, die dann herausnehmbar ist. Also zwei Taschen lassen sich herausnehmen. Da könnte dann dieser Bereich hier auch noch mal individuell gestaltet werden, um eben auch noch mal das Ganze anderweitig nutzen zu können. Schauen wir uns den Bereich gleich an, wenn der freigelegt ist. Hier hat man zwei Streifen Molle-Klett, um hier eben auch noch mal mit Molletaschen arbeiten zu können oder eben mit Klettmodulen. Und hier 1, 2, 3, 4, 5 Schlaufen pro Seite, um hier auch mit der Schockkorte, die mitgeliefert ist, zum Beispiel, wenn ich eine Jacke hier hinpacke, um das Ganze eben fixieren zu können. Bleiben wir auf der Seite. Im oberen Bereich sind zwei kleine Organizer-Pouches. Da haben wir jetzt mal als Testfüllung reingepackt eine Kopflampe, ein Navigationssystem, ein Block. Der Stift zum Block hängt hier oben, denn hier hat man quasi auch nochmal Schlaufen, um Sachen zu fixieren. Das ist jetzt gerade der Feuerstarter, den hatte ich hier so mit reingeknörzt. Der Schaber vom Feuerstarter. Muss man sich nochmal was überlegen, dass es da besser hält. Ja, die Taschen lassen sich nur zu einem Drittel öffnen. Das heißt, da kann auch der Inhalt nicht rausfallen. Das ist sehr cool gelöst. Im Endeffekt, wenn der Rucksack komplett geschlossen ist und man hier nur so einen Teil aufmacht, kommt man nicht in die Gefahr, dass hier der Inhalt aus der Tasche rausfällt.
sondern man hat hier nur diesen kleinen Bereich, der sich öffnet, und das reicht unserer Meinung nach bei den kleinen Taschen auch vollständig. Hier setzt man bei TT auf das neue Wabenmaterial, wie auch schon bei allen anderen Packs. Das haben wir jetzt auch schon sehr lange bei einigen Packs im Einsatz, ist sehr gut im Vergleich zu normaler Klarsichtfolie, die oft bei Packs eingesetzt wird, die dann relativ schnell gelb wird, vergilbt wird oder porös wird. Das hat man hier überhaupt nicht, das ist wirklich sehr gut, und trotzdem, wie ihr sehen könnt, ist das komplett blickneutral. Das heißt, man kann durchgucken. Im oberen Bereich habt ihr nochmal ein Klettfeld, wo ihr den Inhalt beschriften könnt. Das könnt ihr auch jederzeit austauschen, auch gegen was Gedeckteres in gedeckteren Farben. Wenn ihr nicht das Weiße hier wollt, könnt ihr ja was Dunkles drauf machen. Das wäre die Option. Hier haben wir einmal eine Windjacke untergebracht und damit haben wir diese beiden kleinen Taschen auch abgefrühstückt. Die Literzahlen der ganzen Modultaschen findet ihr bei uns im Blog nochmal zusätzlich. Wir können sie hier im Video auch nochmal nebenbei einblenden, damit ihr die Informationen auch nochmal habt. Gucken wir uns mal die beiden Modultaschen an, die jetzt hier noch mit drin waren. Die sind fast gleich groß. Die eine ist ein wenig größer und bietet zum Beispiel Platz für eine Puffy-Jacke, also eine schöne Isolationsjacke, um hier eben einfach nochmal was dabei zu haben. Wie gesagt, ich habe hier ein Winter-Setup gebaut. Für ein Sommer-Setup könnte man hier natürlich dann mehr für die Trinkwasserversorgung machen, zum Beispiel Wasserfiltersystem oder sonst irgendwas. Diese Tasche ist jetzt nicht weiter organisiert auf der Innenseite. Das heißt, großes Stauraum, Klarsichtfach und auch wieder beschriftet. Und die nächste Tasche ist genauso aufgebaut. Da habe ich jetzt einfach mal hier ein paar Tactical Food Pack MREs reingepackt, um hier einfach auch nochmal was zu essen dabei zu haben. Das wäre die zweite Tasche und damit haben wir die Seite auf der Front. Das ist also die Seite, die quasi vom Rücken weggeht. Hier ist die Außenseite. Das war jetzt die Frontseite. Die Seite, die zum Rücken hingetragen wird, die ist ein bisschen fetter ausgeführt von den Taschen. Seht ihr hier schon, habt ihr hier eine große Tasche und nochmal eine Medium-Tasche. Und die ist im Endeffekt richtig gut für viel Platz. Also hier könnten jede Menge Sachen an Bekleidung rein, ein Spaten würde da komplett reinpassen. Also da ist wirklich massiv Platz. Hier haben wir einen kompletten Poncho-Liner, der da reinpasst. Und der ist auch hier in der Tasche so, oder die Tasche ist so ausgeführt, dass hier auch nochmal Klettstreifen sind, wo ihr dann im Endeffekt auch nochmal mit Modulen arbeiten könntet, wenn ihr wolltet. Ansonsten auch wieder ein doppelter umlaufender YKK-Reißverschluss, Wabenstruktur und ein Fenster für die Organisation. Oberes Fach, ähnlich aufgebaut wie die, beziehungsweise das ist, würde ich sagen, sogar fast identisch mit der herausnehmbaren Tasche. Ja, fast. Echt ein Müh kleiner. Da haben wir jetzt mal reingepackt einen Wasserfilter, nochmal ein Arbeitsmesser, einen kleinen Notkocher, einmal Seil, Essbesteck und ein Signalpanel. Ja, das war die obere Tasche. Und hier seht ihr auch nochmal auf der Innenseite gespiegelt zur Außenseite, wo die Knicklichter waren, habt ihr innen auch nochmal zwei Schlaufen, könnt ihr insgesamt quasi vier Knicklichter, plus hier auf der Seite nochmal zwei innen, wären sechs Knicklichter oder sechs Stifte oder eben alles, was irgendwie in der Form da reinpasst. Noch sind wir nicht am Ende, denn natürlich für die Trinkwasserversorgung, ihr habt ja schon gesehen, da geht ein Schlauch raus. Hier ist ein dediziertes Fach für eine Trinkblase mit den typischen Aufhängern, die man von Tasmanian Tiger kennt. Das heißt einmal die kleine Schlaufe aus Nylon und einmal hier die große Klettschlaufe. Die habe ich jetzt hier einmal durchgewurstelt in meinem Trinksystem. Und dann holen wir das einmal komplett raus. Von der Größe her passt hier perfekt ein 2-Liter Trinksystem. Ich denke, ein 3-Liter könnte man unter Umständen je nach Form der Blase auch reinbekommen. Aber hier das 2-Liter passt von der Größe ideal. Ja, das ist hier das dedizierte Fach für die Trinkblase. Lässt sich mit Klett oben verschließen. Also ihr seht, da passt ein Haufen rein. Man hat sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu organisieren. Und ich denke, gerade im Bereich Fluchtrucksack oder Notrucksack oder Fahrzeugrucksack, egal wie ihr das Ding nennen wollt, ist es hier definitiv eine Bereicherung, was man ohne weiteres ganz easy in jedem Auto unter den Sitz schieben kann, um einfach neben dem Erste-Hilfe-Kit nochmal ein bisschen Ausrüstung dabei zu haben. Und gerade so wie wir es jetzt gepackt haben, ich sag mal Stichwort
Stau und Motor muss ausgeschaltet werden, weil irgendwie super Stau, 8 Stunden, hätte man jetzt hier die Möglichkeit, mit einem Wubi, mit einer Jacke und mit einem Windliner doch relativ gut über den Stau zu kommen. Was zu essen und zu trinken hat man auch dabei. Von daher alles dabei, alles richtig gemacht mit dem Survival Pack von Tasmanian Tiger. Ihr bekommt den Pack ab sofort überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller, wo ihr auch nochmal weitere Informationen zum Rucksack findet, ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.